Moin. Ich möchte heute die Beechcraft King Air 350i vorstellen. Das Flugzeug haben wir ja tatsächlich schon geflogen in unserer D-Lizenz. Ich fand die damals ganz cool und ich habe mich mal hingesetzt und eine Checkliste geschrieben für das Flugzeug. Und ich habe mir gedacht, das macht eigentlich Sinn, dass wir die mal ausprobieren außerhalb von Neofly heute. Also kein Karriereflug. Wir haben das Flugzeug ja nicht. Und im Anschluss an dieses Video werde ich eine kleine Umfrage starten, ob denn wir demnächst jetzt weiter fliegen wollen mit dem Honda Jet oder ob wir eine Zeit lang auf die King Air wechseln wollen. Ich habe mir überlegt, wir fliegen von Palma, da haben wir ja einen Hub, nach Ibiza. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Palma, Riesenflughafen. Ich würde sagen, wir setzen uns irgendwo hier hin. Nee, nicht Gibraltar, gucken wir uns auch an, aber nicht in diesem Flug. Okay, wenn wir von da aus starten, setzen wir uns dahin. Arrival in Ibiza. Wir fliegen Low Altitude Airways. Das ist die 24R. Nehmen wir uns irgendeine schöne. Ja, es ist. Soweit ist das hier alles nicht. Wir gucken mal. Da ist Bava. Gucken, ob wir eine andere finden. Ja, das ist besser. Hier so ein Stück rüber über die Insel. Hier ist Antrax. Dann hier rüber, ziehen hier rum. Und werden dann landen auf der 06. Das heißt, wir brauchen Arrival auf die 06. Würde gehen. Aber ja, das hier ist keine schöne Kurve, aber der Rest passt. Und ILS auf die, nein, 06. Oder nicht so schön. Nehmen wir den. Okay, so können wir es machen. Flughöhe 20.000 Fuß machen wir mal nicht. Wir fliegen mal 15.000 Fuß. Was hat er jetzt übernommen? Nichts dergleichen. Ja, das Fenster ist bei mir total buggy. Ich kann da quasi kaum was machen. Also, das hier ist eine blöde Ecke, aber der Rest ist in Ordnung. Okay, ja, wir starten cold and dark, wie immer. Und ich werde das Flugzeug jetzt mal ganz in Ruhe hochfahren, ein bisschen was dabei erklären. Und wir spielen wie immer mit FSLTL, weil wir nicht mit WATSAM spielen. Also, los geht's. So, ich check gerade mal, der Injektor ist aktiv. Okay, also die Beechcraft King Air ist eine 9-sitzige Turboprop-Maschine, die so ungefähr 1600, 1700 nautische Meilen weit kommen soll. Und das fand ich für unsere Airline eigentlich ganz interessant. Wir haben sie ja in der, ich habe es gerade schon gesagt, D-Lizenz einmal kennengelernt und ich bin sie jetzt einmal gerade testweise geflogen und würde jetzt mal gucken, dass wir das hier gemeinsam machen. Gucken wir uns das Flugzeug erst einmal an. Also wie gesagt, 9-sitzige Turboprop-Maschine. Mal ein bisschen kleiner machen hier. Sehr, sehr schön. Cooles Ding, auch cooler Sound. Gefällt mir persönlich richtig gut. Innen aufgeräumt. Wir haben ein kleines Overhead-Panel. Wir haben hier diese Bench, aber da ist das meiste In-Op. Drei große Monitore mit Touch. Und wir haben auch einen sehr, sehr, sehr schönen Innenraum.
Für diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus Beifahrersitz, wollte ich gerade sagen, Co-Pilotensitz. Wir können leider nicht da nach hinten mit der Kamera, das ist nicht möglich wegen der Kamerabox, die ist hier sehr strikt, aber wir werden uns das im Flug dann noch mal ein kleines bisschen angucken. Gut, dann soll es losgehen. Before starting engine checklist. Parking brake ist gesetzt. Landing gear down. Und als erstes gehen wir auf die externe Power und die ist blöd. Die ist hier unten drunter. Da. Und dann holen wir uns erstmal die externe Power. Parkbremsenwarnung weg. Dann können wir hier an dem Fuel Tablet einmal einen Fuel Test machen. Oral warning, okay. Okay, alles schon. Hier können wir dann Standby pumpen, die funktionieren nicht. Hier können wir Crossfeeden, hier können wir Aux Tanks Transfer machen von den Aux Tanks. Und daher sieht man, dass die Aux Tanks sind so ein bisschen voll. Das sind die Main Tanks und das ist der Fuel Test. Dann schalten wir die Batterie ein und auch schon die Avionics, weil wir gleich diesen mittleren Bildschirm brauchen. Gerade mal guckt, ob die Aufnahme läuft. Aber läuft. Gut, ILS, wir holen uns eine ILS Clearance. Palma Clearance Delivery Kraken Delta Minus Mike Kilo Yankee Tango, ready to copy IFR Clearance to Ibiza. Kraken Delta Minus Mike Kilo Yankee Tango is cleared to Ibiza Airport as filed. Takeoff runway, 24 right climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 119.45 squawk 5354. Kraken Delta Minus Mike Kilo Yankee Tango cleared to Ibiza Airport as filed. Takeoff runway, 24 right climb and maintain 10,000 feet. Departure on 119.45 squawk 5354. Sehr gut. Kraken Delta Minus Mike Kilo Yankee Tango readback is correct. Contact ground on 121.705 when ready to taxi. Good day. Okay, super. Dann kann ich das hier eigentlich. Ah, herrlich. Okay, also wir können jetzt hier oben uns die Busse angucken. Da sehen wir, dass wir Centerbus, External Power, die Generator sind aus. Auf der Batterie ist auch noch ein bisschen was passt. Power Levers sind im Idle. Die Propeller-Levers gehen nach ganz vorne. Und die Engine-Conditions gehen auf Cut-Off. Wir können hier oben die Beleuchtung einschalten und mal ein bisschen die Displays und Schalter etwas heller machen. So, erstmal so einfach grundlegend einfach ein bisschen heller gemacht. Okay, dann Beacon. Beacon ist hier, geht an. Wir haben hier Engine Anti-Ice, das sind bei den Turboprops aber gleichzeitig die Inertia Separators, also die Trägheitsabscheider. Die verhindern durch so eine Umlenkung des Luftstroms, dass Partikel in die Turbine kommen. Das heißt, die machen wir auf jeden Fall an am Boden, damit wir uns keinen Dreck in die Maschinen ziehen. Die machen wir also an. Hier steht das dann auch richtig. Hier steht es als Inertia Separator und nicht als Anti-Ice. Macht im Grunde das Gleiche, außer dass das eben am Boden auch vor diesen Staub- und Dreckpartikeln hilft. So, Cabin Science ist leider, ich kann das wirklich nicht verstehen, ist alles off. Wir können nur das Licht hinten in der Kabine an- und ausmachen. Ich mache das Licht mal an. Und Seatbelt Science und so müssen wir uns dann eben entsprechend denken. Okay, dann geht's schon mit dem Startup los. Bei Watson würden wir uns jetzt eine Startup Clearance holen. Die gibt's hier nicht, sondern hier ist hier die nächste Clearance, die wir uns holen. Tatsächlich dann die Taxi. Deswegen können wir den Ground auch schon mal reinmachen. Taxi brauchen wir noch nicht. Wir machen erstmal die Motoren an. Right Ignition und Engine Start. Das ist der hier unten links. Wir fangen mit rechts an. Geht an.
Dann fährt hier der N1-Wert hoch. Wir können uns das von draußen auch angucken. Und fährt der so langsam an. Und bei so 10% N1 schmeißt man den Fuel-Cut auf Hebel nach vorne und gibt Sprit dazu, sodass man hier die rechte Turboprop dann starten kann. Und bei ungefähr Oil Pressure ist da, haben wir gecheckt. Bei ungefähr 50% N1 haben wir jetzt, geht die Zündung aus. Und der Condition Lever geht mal für einen kurzen Moment auf Full. Und der rechte Generator geht an. Und dann wiederholen wir das für links. Links Starter geht an. Wir warten bis auf ungefähr 10 bis 12%. 12 besser als 10. Dann geht der Schalter nach vorne. Wunderbar, wir haben die 50 sicherlich erreicht, dann geht er auch mal kurz in den High Idle, Starter geht aus, Generator geht an, Pitot Heat geht an und die External Power geht aus. So, dann gucken wir einmal, fahren wir die Propeller mal so auf 1050 hoch. Ist schon zu viel. Mal so ein bisschen halten das mal so einen kleinen Moment. Gucken, dass alles stabil bleibt. Und in der Zeit können wir schon mal uns hier mit beschäftigen. Hier ist ein Klickspot, wenn man da reinklickt, kann man die CDI-Source, wir stellen uns hier das NAV ein und ich hätte gern den Wind. Wunderbar. Autopilot stellen wir uns schon mal ein. Ich mache das wie immer mit meinem externen Panel, ist aber alles hier, ist wie bei jedem anderen Autopiloten auch. Wir gehen also auf die 10.000 Fuß, die wir gekriegt haben. Und was ich jetzt mache, ich schalte schon mal den Flight Level Change Mode ein. Dann kann ich nämlich hier schon mal auf 125 oder sagen wir mal 130 Knoten gehen. Das ist eine schöne Geschwindigkeit, um zu steigen. Und wenn wir dann den Autopiloten anmachen, geht er auch automatisch in den Flight Level Change Mode und steigt mit der Geschwindigkeit, also mit den Metern Fuß pro Minute, dass wir ungefähr 130 Knoten halten. Flight Director ist an. Wir setzen uns noch das Heading. Für die, was waren das, die 2.5, ne? Geht man raus. 2.4. Also 2.4 rein. Den Heading Work, falls was wäre. Alt haben wir, Speed haben wir, Heading haben wir, Cabin Science können wir wieder nichts machen. Transponder ist gesetzt, geht aber auf Standby. Den machen wir an, wenn wir nachher kurz vor der Bahn sind. Altimeters, da brauchen wir jetzt einen aktuellen Luftdruck. Den haben wir hier 3006 und eingestellt wird der hier in der Mitte. Und der Standby-Panel auch. Sehr schön. So, dann das können wir noch anlassen. Das passt. Holen wir uns eine Taxi-Clearance. Achso, vorhergehend ziehe ich den Schubhebel wieder zurück und gehe hier in Low-Idle. Die Maschine hat im High-Idle so einen hohen
Schub im Leerlauf, dass man ständig gegenbremsen muss. Und deswegen gehe ich hierhin zurück in den Low Idle. Taxi Clearance. Palma Ground, Kraken Delta, minus Mike Kilo Yankee Tango, with India ready to taxi IFR. Taxiing hold short runway 24 right using taxiway Lima Foxtrot Foxtrot Lima November Hotel to Kraken Delta minus Mike Kilo Yankee Tango. Okay, also Lima Foxtrot ist hier. Also wir fahren hier rüber. Lima Foxtrot. Foxtrot. Dann wird das hier. Das ist der falsche. Wir müssen uns den unseren angucken. Lima. Und dann H2. Also der erste hier von den beiden. Also so, 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 so. Okay. Gut, das haben wir. Dann Lampen an. Navlight an. Die Lampen sind alle hier. Navlight an. Recognition, Tailflight und Taxilicht geht an. Das kann weg, das brauchen wir nicht mehr. Okay, super. Dann Flight Control Check. Pull up, pull down. Pull left, pull right, radar, radar. So, und jetzt machen wir mal was Cooles. Das würde man ja wahrscheinlich nicht machen. Ich mache es jetzt trotzdem mal. Wir fahren hier einfach mal rückwärts raus. Parkbremse geht raus. So, jetzt nur nicht bremsen, sondern ein bisschen Vorschub geben, wieder in den Idle. Und dann fängt die tatsächlich ganz alleine an, nach vorne zu rollen. Da muss man wirklich nur einmal das Gas antippen. Dann geht sofort die Maschine nach vorne. Und dann sind wir hier auf Hotel Lima. Wunderbar. Dann mal los. Guten Tag und herzlich willkommen an Bord von Kraken Air. Mein Name ist Gina und ich möchte Sie im Namen von Kapitän Herrn Kraken auf diesem Flug begrüßen. Bevor wir starten, möchten wir Ihnen einige wichtige Sicherheitshinweise geben. Bitte legen Sie Ihre Gepäckstücke unter den Vordersitz oder in den Fach bei Ihnen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen an Bord unserer Flugzeuge strikt verboten ist. Die Benutzung von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen und Tablets ist während des Startvorgangs und der Landung untersagt. Unser Flugzeug, ein H420, verfügt über zwei Notausgänge, vorne links und rechts befinden. Kommt einer rein. Bitte achten Sie darauf, sich mit der Position Ihres nächstgelegenen Notausgangs vertraut zu machen. Die Notausgänge sind mit einem Lichtzeichen gekennzeichnet. Im unwahrscheinlichen Fall einer plötzlichen Druckabnahme im Flugzeug wird automatisch Sauerstoff aus den oberen Gepäckfächern freigegeben. Bitte ziehen Sie die Sauerstoffmaske fest an sich und helfen Sie dann Kindern. Jetzt da vorne dann rechts.
Wir möchten Sie auch daran erinnern, können wir das hier schon mal kleiner machen. Jederzeit während des Fluges angelegt bleiben sollte, falls wir unerwartete Turbulenzen erleben. Wir gehen hier rechts rein. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Kraken Air. Ja, wenn man jetzt zu zweit im Cockpit wäre, dann könnte der nicht Fahrende und in dem Fall wahrscheinlich der Co-Pilot könnte schon mal sich um die Before Takeoff Checklist kümmern. Da ist nämlich eine ganze Menge zu machen. Aber da wir alleine sind, machen wir das nacheinander. Die nächste hier ist noch nicht unsere, sondern erst die danach. Das ist schon mal weg, das brauchen wir nicht mehr. Navigraph Charts brauchen wir dann gleich wieder in Ibiza. Dann nehmen wir die nächste und hold short in front of runway 26. Aber wieder ein bisschen anbremsen, alleine durch den Leerlauf kriegt man so viel Schwung, dass wir jetzt hier gleich schon wieder nicht um die Kurve kommen. Ja, ich sagte es noch. So. To four right. Bremsen und stillgestanden. Gut, die Warnung weg für die Parkbremse und Before Takeoff Checklist Transponder geht auf On. Können wir auch auf Alt schalten eigentlich so. Cabin Pressure, wir wollen 11.000 hoch fliegen, also drehen wir es auf 12.000. So, immer 1.000 über dem, was man fliegt. Pitch Trim muss auf Takeoff. Jawohl. Claps, Stufe 1 oder Approach. Engine Auto Ignition geht an. Alle beide. Windshield Anti-Ice ist an. Propeller Anti-Ice geht auf 1. Propeller Levers checken wir nochmal, sind Full Forward. Condition Levers gehen nicht in den Cutoff, sondern in den Full Idle. Also High Idle. Landing Lights gehen an. Dixie Lights gehen aus. Strobes gehen an. Wir starten den Timer. Passenger Lights. Da wird die Kabine gedimmt, dass es da ein bisschen dunkler ist. Wir checken unser CAS. Hier, zwei Messages. Inertia Separators sind an, jawohl. Und Parking Brake ist drin. Das passt, checkt. ATC Clearance für den Takeoff. Palma Tower Kraken Delta minus Mike Kilo Yankee Tango. Ready for IFR Departure, runway 24 right. Zero, zero six haben wir schon eingestellt, dann können wir das bestätigen. Und dann sagen wir der Kabine Bescheid und dann geht's los. Sicht resetten. Kleines bisschen raus, so. Und jetzt ist mir doch tatsächlich der Flugsimulator abgestürzt. Perfekt. Dann starte ich mal den ganzen Rechner neu. So, liebe Leute, kleiner Cut. Ich musste jetzt tatsächlich gerade einmal neu starten. Der Flugsimulator ist abgestürzt. Ich bin ja in der Aircraft und Avionics Update Beta. Da kann das dann tatsächlich schon mal passieren. Ich habe jetzt alles wiederhergestellt, wie es war. Und uns hier auf der Startbahn spawnen lassen sozusagen. Die Before Takeoff Checklist ist erledigt. Die Startfreigabe ist erteilt. Inertia Separators sind an. Parking Bremse ist an. Und wir sehen jetzt zu, dass wir noch im Hellen nach Ibiza kommen. Also, los geht's. Also 40% Schub. Dann voll und Parkbremse raus.
V1 ist so bei 100 und Rotate dann knapp dahinter. 80 Knots. V1. Rotate. Ich nehme gleich ein bisschen Schub raus. Der Flight Director zeigt uns an, wo wir ungefähr starten müssen. Ich will hier nochmal rausgucken. Ist erschreckend leer, der FSLTL hatte jetzt wahrscheinlich nicht genug Zeit. Und 500 above ground. Geht der Autopilot an. Nav Mode, Flight Level Change Mode. Wir sind über 130, Klappen gehen rein. Wow, das ist wirklich sehr, sehr schöner Flughafen, sehr, sehr schöner Anflug hier. Tolle Szenerie. Fahrwerk würde ich dann jetzt auch einfahren. Ja, ist ja gut. Okay, das habe ich vergessen, ein bisschen leiser zu drehen. So, der Flight Level Change Mode bringt uns jetzt relativ zügig nach oben, hält dabei die 130. Wir gehen auf Barcelona Center. Barcelona Center, Kraken Delta minus Mike Kilo Yankee Tango, is at 2100 feet, climbing 6000 feet. Sehr gut. Okay, dann After Takeoff Checklist, Autopilot on. Nav Mode set. Landing Gear up. Flaps up. Yaw Dampers gehen an. Cabin Pressure Check. Das ist also ganz komisch hier. Mal hingucken. Na, steigt, ne? Ja, steigt. Hier können wir ein bisschen rauszoomen. Und Engine Anti-Ice off. Wir gucken raus. Ja, kann ausgehen. Gibt dann noch mal ein bisschen mehr Power. Die Inertia Separators ein kleines bisschen Power ziehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt wenn 5000 wäre Transition Altitude, ich weiß tatsächlich nicht, wie man den Luftdruck, den habe ich übrigens auch vergessen, den stelle ich jetzt gleich nochmal ein, wie man den auf Standard stellt. Laut diesem Knopf hier muss man ihn drücken oder ziehen, aber das funktioniert nicht. Ich kann ihn nur drehen. Das ist irgendwie nicht richtig simuliert. Aber die 3006 können wir einstellen. Climb and maintain 11,000 feet Kraken Delta minus Mike Kilo Yankee Tango. 11.000 machen wir. Und Stand bei Altimeter auf 3006. Das kann wieder weg. So, wir steigen wirklich mit 2000 Fuß. Sehr, sehr, sehr schön. Unser Torque ist locker bei 68, kein Problem. Wir gehen gleich mit den Propellern ein kleines bisschen zurück. Inertia Separator sind noch on. Ach, ich habe Auto Ignition ausgemacht, was richtig ist. Inertia Separators aus. Ja, und jetzt kommt hier dieser zusätzliche Boost an Leistung, von dem ich gerade gesprochen habe. 2500 Boost die Minute. Ja, ein echt schönes Flugzeug. Auch eine ganz coole Perspektive. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssten gleich rechts einschwenken. Jupp, geht los. Wir machen mal die Landelichter aus. Wir haben die 10.000 erreicht.
Und damit gehen auch die Seatbelt Signs aus. Kabinenlicht geht an. Anti-Eis lassen wir an. Ja, das ist der Hafen von Palma. Okay, dann nehmen wir ein bisschen besser raus, beziehungsweise ziehen die Propellerhebel ein Stück zurück, ungefähr auf 1500. Gucken. Ja, Turboprop kann ich. Perfekt. Und wir gehen mal so auf, keine Ahnung, 80% ITT. Also 80% Torque, nicht ITT, sorry. Das passt. 11.000 haben wir erreicht. Und Fargo, EPAM, Godox. Dann gehen wir mal ins Menü, gucken uns den Flightplan an. Der Knopf ist da ein bisschen versteckt in der Mitte. Und hier sieht man jetzt bei Coxis, fangen wir dann an zu sinken. Wo ist Coxis? Kann man da gar nicht richtig sehen. Godox. Bei Godox haben wir noch die 11.000. Ja, und das muss dann bei eBay 925 gehen wir auf 7.000. Also bis zu dieser Spitzkehre bleiben wir quasi auf Reiseflughöhe. Und dann fangen wir langsam an zu sinken. Aber das ist eben noch ein kleiner Moment ist da noch hin. Auch wenn wir jetzt doch relativ zügig unterwegs sind. Gut, Flightplan wieder weg. Ident geht an, hätte angehen sollen vorher schon. Das liegt jetzt am Neustart. Ja, ich habe am Anfang, ich hole mir das Bearing nochmal schnell dazu, ist auch weggegangen, am Anfang dann ein kleines bisschen gesucht. Wir holen uns mal die ILS-Frequenz, also NAV 1. Hier kann man das relativ, also INSUB, da werden wir dann mit Sinken anfangen, ganz langsam. Cox ist noch 7000 Fuß bis auf die Runway 06. Können wir uns mal unser Procedure angucken und da ist die ILS-Frequenz 111.1, gleiche wie in Innsbruck und Braunschweig. Und da muss man dann auch wieder hier ins Menü, NAV1-Frequenz, und dann ist die große Zahl die Standby-Frequenz und die kleine Zahl ist die aktive Frequenz. Das ist ein bisschen komisch gemacht, aber ja, okay, keine Ahnung. Und ja, da muss man eben mal schauen, dass man die dann im Menü setzt, die ILS-Frequenz. Okay, so. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Wir fliegen mit der Beechcraft. Oh, sieht ja auch herrlich aus hier. Mit der Beechcraft bis zu unserem Punkt Insub. Und wenn wir bei Insub sind, dann melde ich mich zurück. Und ja, wir gehen in den Landeanflug über, holen uns die ILS-Frequenz. Main Tank Only zeigt er. Cool. Echt cool. Also funktioniert echt schön, schönes Flugzeug. Und ja, also dann bis gleich zur Landung. So, und dann melde ich mich zurück. Wir sind schon ein Stückchen gesunken auf knapp über 7000 Fuß.
werden gleich noch das letzte bisschen sinken und wir beginnen jetzt mal mit den entsprechenden Descent Preparations, beziehungsweise die habe ich gerade eben schon gemacht. Das heißt, ich nehme gerade schon massiv Speed raus. Wir haben uns die Landing Field Elevation angeguckt, die ist nahezu null in Ibiza. Wir versuchen jetzt 150 Knoten zu erreichen. Und laut dem Flightplan, den habe ich mir mal hier rechts eingeblendet, sollen wir jetzt bei Demeth auf 3000 Fuß runtergehen. Also stelle ich mal 3000 Fuß ein und gehe in den Flight Level Change Mode und gebe 150 Knoten ein. Und er geht jetzt erst ein kleines Stückchen hoch, um Geschwindigkeit abzubauen. Huch, bisschen zu sehr den Schubhebel nach hinten gezogen. Und gehe so auf 145 Knoten, damit wir gleich Klappen 1 geben können. So, wir machen jetzt diese Schleife, drehen jetzt also so ein bisschen links rum, damit wir dann entsprechend auch vernünftig auf die Landebahn drauf zukommen. Hier kann man das ja schön sehen, dass wir hier so rumfliegen. Wir sind jetzt bei 145 Knoten und um die Geschwindigkeit abzubauen, gebe ich jetzt also Klappen 1. Dann kommen wir auch ungefähr etwas zügiger nach unten mit ungefähr 1100 Fuß pro Minute. Cabin Lights werden wieder gedimmt bzw. ausgeschaltet. Anschnallzeichen gehen rein. Landing Lights gehen an. Hätten natürlich vorher schon an sein sollen. Mein Fehler, unter 10.000 werden die gleich wieder angegangen. Und normalerweise würden wir jetzt die Transition Altitude erreichen, dann den Altimeter wieder auf Local stellen. Dann holen wir uns mal den lokalen Luftdruck. Wir können jetzt auch eine Artis reindrehen. Ich gucke jetzt hier schnell 30 und 5. Wir haben 30 und 6, also ein zurück. Hier auch. Halten immer noch wunderbar die Geschwindigkeit und sinken. Der Flight Level Change Modus macht das für uns ganz wunderbar. Und die Inertias gehen wieder an. Wir quittieren das, weil wir das genauso haben wollen. Kabinendruck sinkt auch. Perfekt. Und dann können wir jetzt noch einen kurzen Moment warten, bis wir uns dann wieder reindrehen. Das passiert jetzt. Dachte ich. Gleich wahrscheinlich. Das kleine Stückchen hier noch. Und sobald wir hier bei Demeth sind, gibt es die Before Landing Checklist. Da ist auch ein bisschen was zu tun. Ja. Also die Maschine soll ja so ungefähr mit ganz vollen Tanks knapp über 1500 nautische Meilen weit kommen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Verbraucht dabei ungefähr eine halbe Gallone Sprit pro nautischer Meile. Und die Servicehöhe ist dabei 35.000 Fuß. Also man kommt mit der wirklich sehr hoch. Und braucht dann da oben auch kaum noch Power. Und die maximale Range Power ist auch bei 45% Torque. Da dürfte man dann immer noch irgendwas um die 155 Knots Indicated Airspace haben. Das ist über Ground natürlich dann deutlich mehr. So dass man dann, schätze ich mal, so 6-7 Stunden fliegen kann. So, dann drehen wir uns mal rein. Da hinten ist Ibiza. Und doch ein ganz schönes Stück noch rausgekommen jetzt. Hätte ich theoretisch auch warten können, bis ich das Video wieder starte. Aber wir wollen die Maschine ja auch ein bisschen kennenlernen. Wir gucken nochmal nach hinten. Was haben wir hier? Schubladen. Können wir aber nicht aufmachen. Können wir hier die Kopfstützen oder irgendwas? Nee. Ich weiß nicht, ob das da hinten das in irgendeiner Form eine Toilette darstellen soll oder so. Schön die Overhead-Panels.
Die ganzen Circuit Breaker sind leider alle nicht simuliert. Ist ein bisschen schade. Kann ich hier was umstellen an der Klimaanlage? Nee, ich auch nicht. Ich verstehe das immer nicht, warum die Schalter dann nicht einfach trotzdem drehbar sind. Ich meine, sie müssen ja nichts machen. Ich habe es schon ganz oft gesagt. Dass man sich einfach so ein bisschen sein eigenes Ding hier macht. Okay, wir achten ein bisschen auf den Speed. Wir wollen nicht zu langsam werden. Wir wollen ja heute auch noch ankommen. Ich denke mal so 120, 130 ist schon in Ordnung. 3000 Fuß haben wir. Sind anscheinend jetzt doch... Die Glide Slope haben wir auch gefangen. Dann kann ich den Flightplan jetzt auch wieder ausmachen. Ach nee, das mache ich dann hiermit. Brauchen wir dann nicht mehr. Inertia Separators sind on. Fuel. Ja, die AUX Tanks. Hat der jetzt quasi dieses Fuel zuerst aus den Auxiliary Tanks genommen? Sind die weiter außen? Normalerweise nimmt man doch immer aus der Mitte zuerst. Merkwürdig. Okay, wir nutzen die Zeit nochmal und bereiten uns schon mal auf aufs Taxi vor. Das müsste das hier sein. Genau. Okay, Ibiza ist ja nicht so schwer. Wir werden also irgendwo hier die Bahn verlassen. Und dann ist das hier Taxiway Charlie. Das merken wir uns schon mal. Hier vorne die erste Abzweigung ist Alpha. Ah, und dann gucken wir mal, wo wir dann hinkommen. Dann müssen wir uns die Position suchen. Cool, dass die hier eingezeichnet sind. Steht hier die Transalt? Steht doch normalerweise eigentlich immer überall. Been leaving E oder F. If stopping, do it 75 Meter from runway centerline. Okay, also nicht zu früh anhalten. Steht man wahrscheinlich mit dem Hintern noch auf der Startbahn. Gut, Before Landing Checklist. ATC Clearance holen wir uns. Okay, dann stellen wir mal um auf Localizer und dann kann das wieder weg und dann drücke ich mal Approach. Approach ist scharf, da sehen wir es, Glide Slope ist gefangen, das passt, acknowledgen kurz. Interior Lights können wir ein bisschen zurückdrehen. Nicht ganz so hell. Hier sieht man das jetzt schön. Left Gen, Right Gen, Triple Feet. Das hier ist nicht simuliert, die Ems. Flaps. Set 1. Achso, Set 2, ja, das macht ja auch Sinn. Und Landing Gear geht raus. Ein bisschen auf den Speed achten. Propeller Levels full. Und Geschwindigkeit passt. Engines Auto Ignition geht an. Geschwindigkeit sollte so bei 110 liegen. Das haben wir auch geschafft. So. Können vielleicht noch einen ran. Genau, so haben wir das schön auf einen Blick.
Perfekt. Und Engine Auto Ignition ist an. Lichter sind alle an. Wunderbar. Fahrwerk ist draußen. Dann werden wir jetzt gleich mal gucken, dass wir dann die Glideslope fangen. Und wenn wir die Glideslope gefangen haben, gucken wir nochmal auf unsere Geschwindigkeit. Und dann sind wir auch schon fast da. Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich sage es nochmal, ich werde also eine Umfrage starten. Wir machen ja im Moment gerade den zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos den ersten Hub-Umlauf. Und mit der HondaJet, das sind ja nur 4 Flüge, weil wir nur 3 Hubs haben. Aber wir könnten dann natürlich und müssten auch hoffentlich das Geld haben, noch einen Hub hinzunehmen. Ibiza wäre ganz cool, aber ist halt sehr nah an Mallorca dran. Ich glaube, das ist zu nah. Muss mal gucken, Gibraltar wurde mir vorgeschlagen, würde ich mir gerne mal angucken. Habe ich noch nicht gemacht. Ist ja ein relativ kleiner Flughafen auch. Irgendwo, wo sich dann so eine King Air dann lohnt quasi. War so die Idee. Dann würden wir da auch mal ein bisschen hinfliegen. Ja, dann kann man schon gucken, dass wir dann vielleicht genug für die CJ4 zusammenkriegen. Oder wir gehen direkt auf die CJ4. Könnten wir auch machen. Lassen die King Air aus. Da sind wir im Grunde ganz frei in unserer Entscheidungsfreiheit. Frei in unserer Entscheidungsfreiheit, ja. Genau. Dieser weiße Punkt, das ist auch irgend so ein Ding vom Update von der Beta jetzt. So, Glideslope ist gefangen. Ich nehme Schub raus. Wir wollen jetzt die 110 ungefähr haben. Flaps full, Gear down. Propeller full forward. Ja, der Rest passt auch. Sehr gut. Da ist die Bahn. Sieht aus irgendwelchen Gründen schon wieder nicht so aus, als würde der die Szenerie hier vernünftig laden. Glaube ich muss... Ich werde das nächste Video mal wieder mit Proxy spielen. Ich habe das Gefühl, dann lädt er einfach konstanter die Szenarien vernünftig. Wobei, das sieht hier schon ganz cool aus. Geschwindigkeit sinkt langsam, das ist in Ordnung, damit bin ich zufrieden. Wir stellen nochmal unseren Heading Bug auf 06. Falls wir durchstarten müssen, können wir einfach in den Heading Mode gehen und uns dann um die Probleme kümmern. 06 liegt an. Cool finde ich ja. Gehen auch noch schneller. Fast one. Perfekt. Gut, der Wind kommt von... Wind ist wieder nicht eingestellt. Wind. So. Kommt von rechts. Oh, ich hatte gedacht, kommt von links, vom Gefühl her. Geschwindigkeit ist in Ordnung. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Und dann werden wir gleich den Autopiloten ausschalten. Autopilot geht aus. 500, continue. Autopilot ist aus.
2 weiß, 2 rot. Sehr schön hier die Lampen im Wasser. Immer noch 2 weiß, 2 rot. Speed checked. Jetzt 3 rot. Ich ziehe ein bisschen mit die Nase hoch. Gib ganz minimal Schub rein. Muss aber jetzt hier nicht irgendwie zu langsam werden. Aber die Bahn ist lang genug. Wir dürften überhaupt gar keine Probleme haben, hier zu landen. 100 Knoten, perfekt. Ich nehme weiter Schub raus. Gelandet. So, können wir vorne gleich runter. Klappen gehen rein. Jedes Mal mache ich den Fehler, dass ich diese Nachricht bestätigen will. Stopp. Parkbremse geht rein. Und wir gehen auf Ibiza Tower Ground Handoff. Und pack sie to the gates, bitte. Okay, das müssen wir uns kurz angucken. Erstmal die After-Landing-Checklist. Flaps ab. Ja, ist ja gut. Ist nur die Parkbremse. Strobes gehen aus. Taxi-Lights gehen an. Landing-Lights gehen aus. Die Ice-Protection vom Windshield geht aus. Und der Transponder geht auf Standby. Engine Auto Ignition geht aus. Und dann gucken wir mal. Via Foxtrot Alpha hat er gesagt. Foxtrot Alpha. Foxtrot. Yep. Alpha. Yep. Wohin? Gate 7. Gate 7. Soll das hier Gate 7 sein? Also hier runter, sofort links. Okay. Dann mal los. Achso, eine Sache vergessen. Low Idle. Verehrte Passagiere, wir möchten uns im Namen von Kraken Air herzlich bei Ihnen für Ihre Reise mit uns bedanken. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Endposition noch nicht erreicht haben. Wir bitten Sie daher, Ihre Sicherheitsgurte angelegt zu lassen, bis das Flugzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist und das Anschnallzeichen erlischt. Seien Sie bitte vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer, da Gegenstände während des Fluges verschoben worden sein könnten. Für diejenigen von Ihnen, die Anschlussflüge haben, finden Sie Informationen zu den Abfluggates auf den Anzeigetafeln im Terminal. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf stehen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiter am Boden gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Service ein angenehmes Flugerlebnis bereitet haben und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt am Zielort. Nochmals vielen Dank für Ihre Wahl von Kraken Air. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ich weiß nicht genau, wie ich hier stehen soll. Also fahren wir hier mitten durch. Ich glaube so nicht. So viel steht, glaube ich, erstmal fest.
Bano geht weg und ich glaube, wir machen erst die Generatoren aus und dann die Engines in den Cutoff. So, Anschnallzeichen aus. Und das war's. Wir sind in Ibiza gelandet. Kann die Lampen noch ausmachen. Also, ich finde eine sehr, sehr, sehr coole Maschine. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, sich mit den Procedures bzw. den Checklisten auseinanderzusetzen. Sehr, sehr cool. Gefällt mir total gut. Ja. Wo ist jetzt meine Maus? Okay, das kann ich nicht wegklicken. Dann ist das jetzt auch ein schönes, schönes Ende für das Video. Ist eben eine Beta vom Aircraft and Avionics Update 2. Also, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich würde gerne, wenn das Interesse besteht, nochmal das ein oder andere Flugzeug für unsere Flotte dann vorstellen, so zwischendurch mal ohne Neofly zu fliegen, mal an auch ein paar anderen Orten. Ah, jetzt sind wir wieder da. Und vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag und wie immer, fly safe. Bis dann. Tschüss.